Willkommen zurück zum Adventskalender. Kommen wir zum sechsten Türchen. Es ist Nikolaus. Heute geht es um die Geschichte Christmas on Bear Mountain. Zu Deutsch: Die Mutprobe. Zuerst erschienen ist diese Geschichte 1947 in Amerika und 1957 in der Mickey Mouse in Deutschland. Don Rosas Geschichte Der Einsiedler der Villa Duck ist eine direkte Fortsetzung zu dieser Geschichte. Kommen wir zur Geschichte selber. Donald und Tick, Trick und Track haben die weise Idee gehabt, Urlaub an der Südsee zu machen über Weihnachten und langweilen sich total, weil es keinen Schnee gibt. Sie denken an ihren Onkel Dagobert, der sie vielleicht von dort zurückholen könnte, weil sie bis Januar kein neues Geld bekommen, um die Reise abzubrechen. Dagobert wiederum, den man hier zum ersten Mal sieht, wundert sich, was die Leute mit Weihnachten haben und meint, er könnte vielleicht mal ausprobieren, auch Weihnachten so zu feiern mit Geschenken und so weiter. Deshalb beschließt er, Donald und die Kinder auf seine Villa einzuladen, die oben auf Bärenberg liegt, mitten im Wald, um sie dort zu testen. Donald und den Kindern muss man das natürlich nicht zweimal sagen, dass sie kostenlos auf einer Villa Weihnachten feiern dürfen. Und somit gehen auch diese hin. Wie man recht früh in der Geschichte erfährt, ist Donald sehr ängstlich, was Bären angeht. Allerdings wollen Tick, Trick und Track einen Weihnachtsbaum und somit muss Donald raus in den Schnee, um einen zu schlagen. Wie sich, zumindest für den Leser, schnell herausstellt, war in diesem Baum ein Bär. Donald bemerkt auch recht schnell, dass wahrscheinlich ein Bär in der Wohnung ist, sieht diesen aber auch anfangs nicht. Erst nachdem der Bär ihn fast überfahren hätte, kommen sie dahinter, dass vielleicht ein Bär in der Wohnung ist. In der Zwischenzeit macht sich auch die Bärenmutter auf, ihr Kind zu suchen. Als die Kinder, also Tick, Trick und Track, Donald wieder aus seinem Versteck holen wollen und ihm sagen, wie klein der Bär doch sei, begegnet dieser dem Großen. Und alle Ducks flüchten aus dem Haus. Somit müssen sie Weihnachten von draußen verbringen und sehen den Bären zu, wie sie alles aufessen und mit dem Spielzeug spielen. Donald, der ins Haus geschickt wurde, um die Bären zu fesseln, fällt hier in Ohnmacht. Vor Schreck, weil der Bär einen Seufzer losgelassen hat. Jetzt kommt auch Dagobert auf die Tanzfläche. Sein Plan war es nämlich von vornherein, Donald mitten in der Nacht mit einem Bärenkostüm zu erschrecken, beziehungsweise sie zu testen, ob sie sich erschrecken lassen oder ob sie mutig sind. Dagobert wiederum trifft natürlich im Haus auch auf die beiden Bären und sieht, wie Tick, Trick und Track den Kleinen jagen, beziehungsweise wie Donald gemütlich in den Armen des großen Bären schläft. Als Belohnung gibt es am Ende dann ein Fest bei Dagobert. Allerdings hat sich hier noch ein letzter Schreck versteckt, den ihr aber wieder selber lesen dürft. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.